improved your attitude, Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment and that was the last time I saw her. So, jetzt kommt da wieder meine Lieblingsrunde. Im Verhörzimmer laufen die ganzen Besprechungen ja immer besonders gut. Schauen wir mal. So, your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. Das Problem ist, warte mal, wie war denn das? Ich muss mal kurz schauen, was wir da drinstehen haben. Alibi des Ehemanns. Da muss ich mal kurz schauen, ob das jetzt... Die Nachbarin Mrs. Aranda hat gesehen, wie Angel Antonia gefolgt ist. Genau, das wollte ich wissen. Ich nehme mal an, das müssen wir dann da anbringen, oder? Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, was die anderen Fragen waren, die da noch waren. Ob der das nochmal extra aufgreift oder ob ich das in sehr schnell jetzt schon mit anbringen muss. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Kann ich da noch mit reinschauen? Warte mal, zeig mal kurz hier. Nee, ich kann nicht rüberblenden. Das ist schade. Ich würde gern mal die anderen Fragen sehen, aber geht halt gerade nicht. Na gut. Ich versuch's mal mit Lüge und bring das dann an. Mal sehen. You're lying, Angel. You went after her. Ah, okay. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Gut, dann können wir jetzt die Aussage der Frau benutzen. Das war ja genau das, was ich wollte. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car. It was a brown Ford Coupe. Nummernschild wäre noch geil gewesen. Ihr merkt euch doch alle immer die Nummernschilder von den Autos. Naja, in dem Fall wahrscheinlich nicht. You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but... We weren't getting a divorce. Da muss ich mal wieder in die Beweise schauen, ob wir denn... Brief des Anwalts, genau. Vertraulicher Schriftverkehr zwischen Scheidungsanwalt und Opfer. Also es war doch Scheidungsanwalt. Okay, dann gehen wir mal wieder auf Lüge. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nigh sigh. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. Ich weiß halt nicht, es stand ja nichts genaueres in dem Brief drin, ne? Aber auf jeden Fall gibt es demnächst eine Anhörung deswegen. Oder war die schon? Es war ja ich weiß noch, dass September drin stand, aber ich weiß nicht, ob ein Jahr mit dabei stand. Das ist das Problem. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Jahr wir gerade sind, ehrlich gesagt. Ich komme da irgendwie ein bisschen durcheinander immer hier. Ja, wir probieren es mal den Brief. The judge had set a date. You were going to be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh, Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. Oh. What difference does that make? Die 41 begegnet mir irgendwie erstaunlich oft bei den Schuhgrößen, muss ich sagen, seit wir ins Mod-Dezernat gekommen sind. When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Haben wir bei den Beweisen die Aussage von der Pensionsleiterin mit drinstehen? Religiöse Halskette? Halskette gewöhnlich vom Mordopfer getragen? Nee, dieses ja nicht. Moment, jetzt nochmal kurz. Ging es um die Halskette oder um... Medaillon. Natürlich, sie hat es immer getragen. Medaillon heißt Halskette, oder? Halskette gewöhnlich vom Mordopfer getragen. Warte mal, haben wir die mit hängen sehen irgendwo beim... Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich war jetzt eigentlich auch mehr auf das Armband fixiert in Gedanken, aber jetzt scheint es ja eher um die Halskette zu gehen. Na, das müsste dann ja richtig sein. Denn die Pensionsleiterin hat ja gesagt, die Halskette... Ich starre dich gar nicht an, ich starre in mein Buch. Denn die Halskette und der Ring, das waren die zwei Sachen, die sie gesagt hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? What about the charm bracelet? Gut. Was she wearing that? You know about that?
She never wore it. She didn't like the message. She kept it locked up in that box of hers. Das klappte erstaunlicherweise sogar mal hier. Ist ja verrückt. Und das im Verhörzimmer. Ist ja erstaunlich. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Und, ganz ehrlich, rein von dem her, was an Blut dran war, könnte das sogar sein. Denn das Ding hat am Ärmel, wenn man sich dann abwischt, hat man halt was am Ärmel hängen, ne? Da waren verwischte Spuren. Und ansonsten ein bisschen am Revers, wo es bloß so drauf getropft war. Das könnte sogar passen. Herrenhemd mit Blutflecken am Kragen und Ärmel. Aber das ist jetzt wieder so eine Sache. Vom Spiel her vermute ich bald, dass es gelogen sein müsste. Es könnte aber durchaus sein. Ich traue es ihm zu, dass es passiert ist. Also rein von den Zeichen her, die dran sind. Aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt auf Wahrheit gehe und es richtig ist, habe ich ja jetzt rein für den Fall nichts davon. Ich meine, wenn ich jetzt hier falsch antworte, habe ich halt eins weniger richtig beantwortet. Hör doch mal auf zu quatschen. Habe ich halt eins weniger richtig beantwortet. Aber wenn er lügt und ich auf Wahrheit gehe, dann könnte mir ein Detail entgehen. Insofern gehe ich lieber auf Anzweifeln und riskiere, einen Fehler zu machen, als auf Wahrheit zu gehen und bei einem Fehler dann irgendwelche Details mir entgehen zu lassen. Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something or I'm gonna have you charged. My brother, Ippolito, he said some bad things about Antonia last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. Na bingo. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. Ich hätte ihm natürlich auch einfach ins Gesicht schauen können, um drauf zu kommen, dass er sich nicht geschnitten hat beim Rasieren. Aber es hat mal funktioniert, erstaunlicherweise. Es war meine erste Befragung im Verhörzimmer, die funktioniert hat. So, was haben wir denn für ein neues Kostümchen bekommen? Da wollen wir doch gleich mal schauen. Der Außenseiter. Glaube nicht alles, was du in der Zeitung liest. Was auch immer. Wir ziehen es mal an, weil wir es bisher noch nicht hatten. I'm telling you, it'll never stick so, and you'll get roasted. Sieht aus wie ein Brite. Ja, hat so ein bisschen was Klassisches. Aber sieht ein bisschen besser aus als andere Klamotten, die du schon anhattest. So, dann wollen wir mal schauen, erst beim Obstmarkt oder erst... ich glaube, wir nehmen erstmal den... Unter den Umständen würde ich sagen, nehmen wir erstmal den Obstmarkt jetzt ins Visier. Mal schauen, ob wir wieder den Typen da drüben überfahren beim Seitenwechsel. I thought the letter was from a nut. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. Have you seen the body? Fucking cased his nozzle way to the guts. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted fucking sideways. Immerhin, Galloway scheint jetzt auch schon mal... I still like him for it. Seriously, that line about the guy at the fruit market making eyes at his woman? We'll get to the market and the guy behind the counter will tell us he saw Angel drag his old lady off into the night. This case will be shut like all the others. So, darf ich jetzt auch. Dankeschön. Immerhin scheint Galloway jetzt auch schon mal davon überzeugt zu sein, dass der Black Dahlia Killer eben noch nicht weg ist. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, denn bisher war er ja da doch sehr skeptisch. Auch wenn er jetzt der Meinung ist, dass er mit dem Fall nichts zu tun hat, aber da die ganzen Hinweise und so ja offenbar doch irgendwo richtig zu sein scheinen, geht es diesmal schon in die Richtung. Deswegen glaube ich auch kein bisschen, dass der Ehemann dran schuld ist. Aber schauen wir mal, was herauskommt. Just Picked Obstmarkt, 14:08 Uhr.
handbag was left just up there, overlooking the market. Ich habe immer so ein bisschen die Frage. Come here from the start and save ourselves a day's legwork. Ja, ja. Ich habe immer so ein bisschen die Frames mit dem Blick, weil ich immer vermute, dass die irgendwann mal zwischendurch einbrechen. Ich habe ja in den Videos immer solche kleinen Mini-Lags, beziehungsweise es ruckelt immer so dann zwischendurch mal so in periodischen Abständen, aber weder da noch in der Spielperformance sehe ich was davon. Ich bin dann immer so total frustriert, wenn ich das in den Videos sehe, weil das immer so aussieht, als ob das Spiel total am Hängen wäre bei mir, aber es läuft flüssig. Ich weiß nicht, wie das denn in den Videos immer kommt. So, was für eine Tasche habt ihr gerade gemeint? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich schau noch mal kurz davon. Are you working Friday night? We should go out afterwards. Tasche? Was für eine Tasche? Ich weiß es nicht. Na gut. Ein paar Melonen für Miss Phelps mitnehmen? Scheinbar nicht. Nee, ich glaube, Chorus steht nicht so auf Obst. Na gut, sprechen wir erstmal mit dem Verkäufer hier. LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney. What can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Und die nächste Befragung. Los geht's. She was wearing a necklace? I didn't notice. You weren't paying attention, Feeney? Hey, you're getting the wrong idea. Ja, er kann's natürlich. Das ist bescheuert. Mal ehrlich. Wenn ich Verkäufer bin und irgendjemand zu mir kommt, ich meine, er scheint sie ja immer ein bisschen genauer angeschaut zu haben. Deswegen nehme ich mal an, dass er schon drauf geachtet haben wird. Aber wenn er sagt, er hat es nicht mitgekriegt, kann das auch durchaus sein. Ich meine, ich kann ihm schlecht sagen, natürlich hast du das gesehen, dass sie eine Halskette trägt. Ist ein bisschen komisch. Was haben wir denn da mit der Halskette? Ja, ich kann auf Lüge gehen und die Halskette anführen. Machen wir das vielleicht mal. We recovered some of Mrs. Maldonado's personal items from this area, Clem. The last item we found overlooked this place. I think you're lying, and if you want our help, you better come clean with us. Hey, you think I'm some kind of nut job? That I did something to her, me? What proof have you got? Das verwirrt mich gerade total. Ich wollte jetzt eigentlich die Lüge anbringen und dann auf religiöse Halskette gehen. Aber seine Frage am Ende geht ja in eine ganz andere Richtung eigentlich, ne? Also, dass ich jetzt einen Beweis bräuchte, um zu zeigen, dass er was damit zu tun hat. Das ist ein bisschen komisch. Ich lass mal wieder fallen. You don't ask, you never find out. Sein Lieblingsspruch. Ja, jetzt ist er schon so, hahaha. So voll mackermäßig. Ich mach mal Intuition. Und schau mal so rein. 99% der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt eingesetzt haben. Da kann ich das ja jetzt verkacken, das ist schön. Gut, ich frage dann mal die Community. Das ist vielleicht ein bisschen besser, als wenn ich jetzt eine Antwort entferne, denn beim Antwort entfernen habe ich nie Glück. Und beim Community fragen, wenn so viele es richtig gemacht haben, einfach nur anzweifeln. Das ist alles. Ist ja langweilig. Na gut, dann nehmen wir halt mal anzweifeln. Das ist wirklich langweilig. Exactly how much fruit do you sell here after midnight, Clem? Look, not much. I sell the odd bottle on the side to the after hours crowd. Look, I don't want into trouble. I'm just trying to make a buck. Ich dachte jetzt halt, dass ich den Beweis bringen muss, ja, sie trägt ein Halsband oder sowas, eine Halskette. Deswegen war ich jetzt so verwirrt gewesen. Aber gut, dann halt nicht. Ist mir auch recht. The young lady arrived around midnight? Yeah, something like that. Used the phone for a cab and then left. Sie ist ja nicht mit dem Taxi gefahren. Genau, braunes Coupé, deswegen nehme ich mal die Lüge und gehe darauf. She was brutally beaten soon after she left the bar. Clem, you sure you didn't drive her somewhere? What are you suggesting? Ich wollte jetzt eigentlich nicht darauf hinaus, dass er sie gefahren hat, aber ich gehe einfach mal auf das braune Ford Coupé. Vielleicht fährt er ja ein braunes Ford Coupé. Wir hätten uns mal draußen umschauen können, ob denn vielleicht dort eins steht. Ich probier's mal. Okay, dann nicht. Das ist auch wieder sowas, die Frage ging dann, als ich auf Lüge gegangen bin, in eine ganz andere Richtung, als es mein Ansinnen war dabei. Das ist halt so blöd. Ich wollte eigentlich damit sagen, wenn gesehen wurde, dass ein braunes Ford Coupé der Wagen war, dann wird es kein Taxi gewesen sein, mit dem sie gefahren ist, oder?
Und das war jetzt eigentlich mein Gedanke dabei und nicht, dass er sie gefahren hat irgendwohin. Das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das ist halt, das sind diese Verständigungsprobleme zwischen mir und dem Spiel, die mich immer in den Wahnsinn treiben. Aber bisher läuft's ja ganz gut. Ich sollte mich gar nicht aufregen. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Ach, auf einmal hat er nicht gerade noch gesagt, dass sie mit dem Taxi. Ich verstehe es nicht, aber das klingt ja, als ob es stimmen könnte. Can you describe the car? Brown Ford Coupe, I think. She seemed to know the guy. Do you mind if we look around? Why would you want to do that? Because we say so. I guess you can. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. Mich hat das gerade ein bisschen sehr verwirrt, also ich meine, letztendlich sind wir dann mit der dritten Frage genau bei dem rausgekommen, was ich mit der zweiten Frage eigentlich bezwecken wollte. Das hat mir jetzt nicht ganz eingeleuchtet, dieser Gesprächsverlauf gerade, aber macht nix, ist okay. 2 von 3 ist in Ordnung, ich habe schon schlimmere Runden gehabt. Na gut, schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um, ob wir nicht irgendwas finden können. Ich muss diese Handtasche finden, von der die vorhin gesprochen haben, aber ich höre keine Musik. Hier ist keine Untersuchungsmusik, also nein, ich glaube, hier gibt es nichts, was wir untersuchen können. Hier ist ja auch bloß, hier sind eigentlich bloß die Regale. Von daher, was sollen wir hier untersuchen? Hier hinten vielleicht? Irgendwas? Lass mal hier gucken. Ob nicht irgendwas ist, was ein bisschen von Interesse sein könnte. Vielleicht am Telefon. Sie hat ja übers Telefon kommuniziert. Von daher. Nee, hier hört schon die Musik auf. Toll. Was haben wir denn hier liegen? Nichts. Okay, hier draußen also nicht mehr. Gibt es noch ein zweites Telefon vielleicht? Und wo ist diese Handtasche, von der die geredet haben? Oder habe ich das missverstanden vorhin? Das kann auch sein. Dass ich war gerade in dem Moment, als die davon geredet haben, nicht ganz dabei in Gedanken. Deswegen verwirrt mich das mit dieser Handtasche total, was die vorhin erzählt haben. Steht hier irgendwo eine? Die haben die doch sofort gesehen. Irgendwas hier direkt am Tresen. Nein. 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 Hier hinten hört die Musik wieder auf. Okay. Probieren wir es also weiter in der Ecke. Ich nehme an, ich muss durch die Tür gehen. Ich weiß, aber ich will nichts hier draußen verkommen lassen. Falls hier doch irgendwas sein sollte. Aber Cole sieht hier auch nichts. Vielleicht in der Kasse irgendeinen Zettel, den er dort hinterlegt hat. Nein. Na gut, dann lass mal durch die Tür gehen. Du kannst es auch mit der Hand machen, Junge. No wonder he stays open late at night. People have to get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Ein kleiner illegaler Alkoholverkauf, hä? Stimmt, wir haben ja auch die Kiste gefunden vom Obstmarkt, in der auch Flaschen drin waren. Also das hatten wir ja da im Prinzip auch schon. So, hier aber nichts Besonderes. Also im Prinzip haben wir das ja schon beim Ehemann der Toten gesehen. Ein blutiges Skalpell. Na holla. Wie rum möchtest du es denn? So rum. Okay. I cut someone who was already dead. It's a typical power thing. Once the stiff is dead, the creep usually feels they can do whatever they like. Must have seen it during the war. Eine Sache, die ich nie verstehen werde. Aber ich verstehe auch nicht, wie man zu Mörder werden kann. Wahrscheinlich bin ich zu sehr Humanist dafür, ich weiß es nicht. So, irgendwas mit dem... Nee, ne? Ich kann ja auch gar nicht rumdrehen, egal wie sehr ich hier meine Maus hin und her werfe. Nein, es geht nicht. Okay. Gut, ein blutiges Skalpell haben wir gefunden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Nein, ich möchte es nicht nochmal sehen. Weil die Befragung jetzt gar nicht in die Richtung ging, dass er irgendwie mit drin stecken könnte. So, schauen wir uns mal weiter um. This thing needs a combination.
Oh, wie war denn das? 253, glaube ich, ne? Kann ich hier irgendwie... Aha. Oder 352? Na, probieren wir beides mal. Nein, mach nochmal zurück. So, die Mitte war auf jeden Fall die 5 gewesen, wenn ich mich nicht ganz doll irre. So, das ist ja schon mal interessant, dass das hier ist, ne? Oh, was haben wir denn da Schönes? Na, sowas. Ich glaube, unser Freund wird ein bisschen was zu erklären haben. Ah, mit Spruch drin. Die Weiber seien untertan ihren... Ich konnte es nicht lesen, sorry. Es ging etwas zu schnell. Aber irgendwas über die Weiber. Schauen wir mal. Wives, submit to your husbands as to the Lord. Okay, warum nicht? Seid ihm untertan wie dem Herrn, so ungefähr. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the savior. Ja, seid eurem Mann untertan, so ungefähr, so klingt das, ne? This fruit stall punk gets about 10 seconds to explain before I pull his fucking arms off. Ich hätte gern noch ein bisschen weiter mich umgeschaut, muss ich sagen. Aber der Herr muss es mir ja versauen und das mal wegfahren. God damn it, get after him, Cole. Ja, ja, ich bin schon dabei. Den kriegen wir. Wir haben ein schnelles, agiles Auto. Habe ich einen überfahren? Das tut mir leid. Aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Wenn der so fährt, muss ich hinterher. Oh. Na gut, ich weiß immer noch nicht, ob er jetzt unser... Ja eben, das finde ich auch merkwürdig. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt unser Mann ist oder ob der einfach nur besessen von ihr war. Schauen wir mal, das kann auch sein, dass das jemand extra so drapiert hat, damit wir denken, dass er es ist. Ich meine, wir haben die Kombination bekommen vom Mörder, ne? Die hat er uns hinterlassen. So, okay. Holen wir ihn uns. Endstation. You're a sick man, Clem. You need help. Ach schön, wir können es nochmal hier. Job on this case, gentlemen. Ach, schon vorbei? The poor woman can now rest in peace. I'll pay the fiend a personal visit myself and remind him that crime in this city does not go unpunished. When they finish with him at the receiving hospital, we'll have him up before the grand jury. I have a meeting this afternoon with the mayor, lads. I'll be sure to mention your names. Now, on your way. Das ist sehr unbefriedigend, muss ich sagen. Das ist ein äußerst unbefriedigender Ausgang in diesem Fall. Denn erstens konnten wir dort die Schublade, in der auch noch irgendwas war, nicht untersuchen. Und zweitens ist es immer noch sehr fragwürdig, ob das wirklich der Mörder ist. Denn wir sind an diese Stelle hingeleitet worden. Merkwürdig, merkwürdig. Wieder ist uns ein Hinweis entgangen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Mir entgeht immer ein Hinweis. Naja gut. Fragen richtig, 9 von 11, okay. Bei der Größe von Clems Vorrat ist es ein Wunder, dass er nicht beim Eldorado auf frische Tat ertappt wurde. Ich konnte nicht mehr zum Eldorado gehen, muss ich dazu sagen, ne? Man kann ja nicht vorher wissen, ob man dort in diesem Obstmarkt denn schon zum Ende kommt. Also, mir das vorzuhalten wäre jetzt gemein. Das wäre wirklich unfair, mir das jetzt als Fehler vorzuhalten. Aber wir haben ja 4 Sterne gekriegt, von daher alles gut. Das Eldorado haben wir nicht gesehen. Aber was soll's. Schließen, nächster Fall.